Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute spreche ich mal mit der Jana, die kennt ihr alle bestimmt aus dem berühmten, berüchtigten Podcast. Electrify BW, ja. Der Podcast. Electrify BW Podcast, genau. Wunderschön. Und wir sind hier im Ladepark Kreuzhilden und wir haben vorhin fleißig drüber gesprochen, wie eigentlich gerade der Stand ist bezüglich Autopilot, autonomem Fahren. Und da reden wir jetzt mal ein bisschen drüber. Jana, Nino. Ich freue mich, dass ich dich auch in meinem Kanal mal begrüßen kann mit deinem Kumpan von Electrify BW, dem Podcast. Ja, bitte alle mal abonnieren. Unten in der Infobox findet ihr einen Link. Ja. Den habe ich ja schon mal sprechen dürfen hier am YouTube-Kanal. Und du bist hier in der Nähe, weil du nämlich über autonomes Fahren gesprochen hast. Ja? Genau, ich habe gestern einen Vortrag gehalten in Düsseldorf vor Juristinnen und Juristen zum Thema autonomes Fahren. Ein bisschen eingeführt, ne? Was geht es überhaupt beim autonomen Fahren? Was sind da die verschiedenen... Das war der Unterschied zwischen assistiertem Fahren, automatischem Fahren, hochautomatisiertem Fahren. Was für Systeme gibt es? Leider, Radar, Vehicle-to-Infrastructure, Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation. Und auch so ein bisschen, man hört ja dann viel, das ist alles schlimm und gefährlich und tödlich. Ja. Und die Unfälle, die da passieren, sind ja auch schon einigen Tesla ums Leben gekommen, weil die halt gedacht haben, es ist ein autonomes System, aber es ist ja halt ein Assistenzsystem und ruckzuck ist der Kopf. Ja. Aber warum interessiert das denn jetzt Anwälte, wo es noch gar keine Autos gibt? Also bereiten die sich gerade schon tatsächlich auf das Thema vor, falls das so, ich sag mal, in den nächsten Jahren ein Thema wird, rechtliche Auseinandersetzungen? Es ist wohl schon ein Thema, also da wird schon drüber diskutiert und Deutschland hat ja auch schon die Straßenverkehrsgesetz novelliert für hochautomatisiertes Fahren, also Level 3 und Level 4. Das heißt, ich dürfte, wenn ich jetzt ein Auto hätte, was Level 3 oder 4 kann, darf ich das in Deutschland schon fahren? Wenn der Hersteller eine Zulassung vom KWA bekommt, dürftest du das theoretisch fahren. Aber das ist alles nicht so einfach, weil da spielen ja ganz viele Gesetze mit rein oder Regelungen. Also du hast die UNECE, das ist so eine internationale Vereinbarung, die ist in Europa nochmal spezifiziert worden. Das ist dann das Appendum 79 über Lenkanlagen. Okay, sehr, sehr präzise. Lang gelernt. Ein bisschen näher. Da stehen halt so Dinge drin, was Fahrzeuge dürfen. Dann gibt es das Wiener Übereinkommen aus den 60er Jahren, das ist, glaube ich, wo dann halt so Dinge drin steht, jedes Fahrzeug braucht einen Führer. Der Fahrzeugführer muss jederzeit in der Lage sein, irgendwie das Fahrzeug zu führen. Dann gibt es natürlich die europäischen Regelungen, dann gibt es die nationalen Regelungen und das ist alles sehr kompliziert. Ich habe denen halt so einen Einblick gegeben in das. Funktioniert das technisch, ja, und sehr oberflächlich natürlich. Wie funktioniert das mit der künstlichen Intelligenz? Wie werden Daten gesammelt? Wie kann man sich das vorstellen, wie da ein autonomer Verkehr aussieht? Das wird ja nicht so sein, dass man irgendwie dann noch so große Autos hat, wo man sich reinsetzt, sondern das wird ja sein, ich habe irgendwie eine App und dann bestelle ich mir irgendeinen Pod, der mich irgendwo hinfährt. Ach, die rosige Zukunft. Ich sehne sie herbei. Also es wird dann eher so wie diese Google-Eier aussehen wahrscheinlich. Also das ist ja jetzt nur zum Geldverdienen, die großen Karren, die Tesla da baut. Ja. Und danach war noch ein Vortrag über das zivilrechtliche und strafrechtliche Dimension von autonomen Fahren. Die haben dann 3, 4 und 5 betrachtet. Und da wird es richtig kompliziert. Also ich bin ja keine Juristin, irgendwann bin ich dann auch ausgestiegen. Weil zum Beispiel in der Straßenverkehrsgesetz im Novellierten, das war ja damals noch Dobrindt, Begrifflichkeiten definiert, also Begrifflichkeiten auftauchen, die aber nicht weiter definiert sind, auch in den Kommentaren zu den Gesetzen nicht. Das heißt, man hat zwar ein Gesetz, aber es gibt keine Rechtsprechung dazu und auch keiner weiß, was diese Begriffe bedeuten sollen. Das heißt, am Ende werden das wahrscheinlich dann Gerichte entscheiden, wenn es zum Ernstfall gekommen ist. Und dann natürlich auch Haftungsfragen. Ne? Also wer haftet, wenn ein Fahrzeug, das Level 3 oder Level 4 in einem Unfall verwickelt ist? Ist das der Halter? Ist das der Zulieferer? Ist das der Hersteller? Ist das der Fahrer? Aber sieht das deutsche, zumindest nationale Gesetz, da nicht eine Regelung vor, wer die Verantwortung trägt? Ach, das ist ja, ungeschickt. Es gibt natürlich Gewährleistungsrecht und so weiter. Also das... der Hersteller muss ja zum Beispiel, der muss das vor in Verkehr bringen, muss er natürlich dafür sicher sorgen, dass es allen Regeln entspricht. Und er muss es bei der Übergabe, hat er eine Dokumentationspflicht.
dem Käufer gegenüber, ich habe nicht Dokumentationspflicht, aber er hat eine Aufklärungspflicht dem Käufer gegenüber, das ist dann... Wie es funktioniert. Wie es funktioniert. Mhm. Das ist dann meistens Form eines Handbuches, mhm. ja, die werden ja immer dicker bei Autos. Und Tesla beruft sich ja auch immer wieder drauf, mhm. ne, wenn einer irgendwie mit dem Autopiloten Leitwagen gefahren ist, ja, read the fucking manual. Ja, ja, zu Recht. Ja, wenn du dabei irgendwie SMS schreibst und das Fahrzeug kommt in eine Situation, wo der Autopilot mhm. falsch reagiert, bist du verantwortlich, weil Level 2 offiziell ja. ist es ja, auch wenn technisch eher Level 3 wäre in den aktuellen Fahrzeugen, aber rechtlich ist es Level 2. Der Hersteller muss das dir quasi dir übergeben, muss dir dann sagen, wie das geht. Und er hat danach eine Produktbeobachtungspflicht. Er muss das mhm. Produkt weiter beobachten. Also, falls sich herausstellt, dass irgendwie bei 130, wenn du den Blinker links setzt und gleichzeitig gegen das Dach schlägst, der Airbag aufgeht, muss er natürlich das ersetzen. Mhm. Dann geht es dann auch um Themen wie Software. Was passiert? Also, weil Tesla bringt ja das Fahrzeug zu einer Behörde in Europa, zu einer Straßenverkehrsbehörde mhm. in Europa und sagt, hier haben wir Auto XY, gibt uns dafür mal eine Zulassung, dann wird das getestet nach der örtlichen Straßenverkehrszulassungsordnung. Die Tesla macht das in den Niederlanden, nicht in Deutschland beim KBA, weil Europäische Union, wenn du es in einem europäischen Land zulässt, darfst du es in allen europäischen Ländern verkehrt. Ich habe immer gemutmaßt, dass es da auch einfacher ist als bei uns. Wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt sagst, gerade was den Autopiloten angeht, wir in Deutschland weiter sind als, ich sag mal, die Welt ja. um uns rum, dann ist das ja ein bisschen komisch. Die haben nicht gesagt, wie es in Holland ist. Also was wäre denn jetzt, wenn jetzt ein Autohersteller in Deutschland sein Auto homologiert? Darf er das dann in Holland fahren, wenn wir schon, ich sag mal, mit Level 3 und 4 gesetzmäßig gut aufgestellt sind? Oder kriegt er gar keine Homologation auf Europaebene? Das flüchte mich jetzt mit so einer Juristenantwort an. Das kommt ganz darauf an. Und zu sagen, keine Ahnung. Also das war dann auch so der Moment, wo ich ausgestiegen bin. Aber spannend aber auf die Fragen, die aufgeworfen haben ja. In dem Vortrag. Also wie gesagt, du lässt dein Fahrzeug zu und dann kriegt das ein Software-Update. Mhm. Ist das dann noch das gleiche Fahrzeug mhm. oder ist das ein anderes Fahrzeug? Verliert das dann nicht eigentlich die Zulassung, mhm. wenn da eine andere Software drauf ist? Mhm. Weil ja die Software doch sehr stark eingreift. Was mhm. ist, wenn du ein Beispiel war, was ist, du hast ein Fahrzeug, Level 4, es gibt einen Exploit für diese Software. Der Hersteller bringt ein Update raus, du installierst das Update nicht. Mhm. Ein Hacker nutzt den Exploit, um das Fahrzeug zu manipulieren. Es kommt zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten und Toten. Wer haftet? Mhm. Der Hersteller oder der Halter, weil das Update nicht gemacht hat. Mhm. Das ist alles ein juristischer Graubereich und wir werden viele, viele Juristen noch viel, viel Zeit verbringen und viel, viel Geld verdienen mit. Und das alles, es hat sich auch gezeigt, du kriegst das nicht in Gesetz gegossen irgendwie. Du musst da und vor allen Dingen ist, glaube ich, die Technik schnell auch wieder schneller als die juristische ja. Regelung. Also ich glaube, dass es nötig ist, dass auch die Hersteller da sozusagen proaktiv in eine sicherheitgebende Situation führen. Ja? Also Beispiel Volvo, haben wir vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Volvo hat ganz klar gesagt, wenn wir das vollautonome Auto bringen, dann haften wir, wenn ja. was passiert. Ne? Das heißt, im Prinzip heißt das nichts anderes als, Volvo hat eine Versicherung, die diese Schäden halt dann abdeckt. Ne? Genau. Und ob das jetzt nun meine Versicherung ist oder Volvos Versicherung, ist auf einer gewissen Ebene auch eigentlich egal, außer dass meine Prämie dann nicht steigt, sondern Volvo seine schadenskalkulatorischen Dinge halt sich ändern. Ne? Aber wichtig ist halt, dass da eine gewisse Sicherheit dem Kunden dann auch am Ende gegeben wird, dass wenn ich dieses Auto habe und fahre und das mein Fehler passieren, also auch ein vollautonomes Auto wird ja nicht völlig fehlerfrei sein, dass dann aber eben man sich da keine Sorgen machen muss, zumindest was die Haftungsfrage oder Versicherungsfrage angeht. Ne? Eine lebenstechnische Frage, dass ich jetzt mich sicher fühle im Auto, besteht natürlich weiterhin. Ja. Aber das war auch ein Punkt, den die gebracht haben. So eine Idee wäre, dass Versicherer und Hersteller in einen Fonds einzahlen und dann daraus bezahlen. Eine interessante Änderung im Straßenverkehrsgesetz war zum Beispiel, dass diese Haftungssumme hochgesetzt wurde von 5 Millionen auf 10 Millionen, weil der Gesetzgeber gesagt hat, ja, es ist gut, da war es vielleicht unwahrscheinlicher, dass ein Unfall passiert mit einem hochautomatisierten Fahrzeug. Aber wenn ein Unfall passiert, dann könnte er sehr schwer werden. Also brauche ich eine höhere Haftungssumme. Also wenn ich mit ein Auto ohne Lenkrad außer Kontrolle gerät, habe ich ja, also jetzt bei einem vollautonomen Fahrzeug, wenn das außer Kontrolle gerät, habe ich ja überhaupt keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Und der verrückt gewordene Algorithmus fährt halt durch die Fußgängerzone oder bringt alle Insassen. Ja. Aber
wie siehst du das denn? Jetzt, wir haben vorhin dieses Beispiel gehabt, Dilemmasituation, ja, und das ist ja aber das, was auch oft gebracht wird in sozialen Medien und auch in den klassischen Medien. Ja, das ist ja alles noch ferne Zukunft, weil was soll denn passieren, wenn jetzt das Auto sich nicht, oder wenn das Auto entscheiden muss, ja, fahre ich jetzt die 80-jährige Frau tot oder das 10-jährige Kind, ja, also in so einer Dilemmasituation. Das lässt sich juristisch, das habe ich verstanden, das juristisch relativ einfach beantworten. Das Leben eines Kindes ist nicht mehr wert als das Leben eines 89-Jährigen, der okay, am nächsten Tag wahrscheinlich an Krebs stirbt. Zwei Leben sind nicht mehr wert als ein Leben juristisch. Ach, und, okay. Bei diesem Dilemmata, da gibt es ja diese Moral Machine, kann man mal googeln beim MIT, wo man das mal so durchspielen kann. Das sind sehr interessante Situationen dabei. Und da muss man sich einfach mal selbst, wie oft war ich in einem moralischen Dilemma beim Autofahren? Kenne ich jemanden, der mal in einem moralischen Dilemma war beim Autofahren? Und wie ist die gesetzliche Regelung bei einem moralischen Dilemma? Wie ist sie denn? Sie ist nicht folgendermaßen, wenn du dich an alle Verkehrsregeln hältst, also du fährst in der 30-Zone 30 und auf einmal rennt eine Gruppe Kinder vors Auto und du hast die Wahl quasi, in Anführungszeichen die Wahl, das sind ja dann alles keine bewussten Prozesse mehr, die da ablaufen. Ach so, ja, das ja, ist richtig, also du handelst ja unterbewusst in so einer Situation intuitiv. Ja. Oder du, auch wenn du die Wahl hast, du kannst jetzt durch diese Gruppe Kinder fahren oder du weichst aus und bei dem Ausweichmanöver verunfallt dein Fahrzeug so dramatisch oder so schwer, dass dein Beifahrer schwer verletzt oder getötet wird. Wirst du nicht wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, also kriegst nicht angeklagt, weil du dich ja regelkonform gehalten hast und dich in einem Dilemma befunden hast. Und du wirst auch, du kriegst auch keine, wenn du durch die Gruppe Kinder fährst, wirst du nicht juristisch dafür belangt. Ja, das heißt, wenn ich was du mit dir selbst dann ausmachst, ja, ich glaube, da hat man dann, glaube ich, genug mit zu tun. Aber solche Situationen sind ja extrem unwahrscheinlich. Und die Frage ist halt, was macht man mit einem Auto? Wie bringt man einem Auto bei, wie es sich verhält? Du kannst sagen, okay, ich habe einen Zufallsgenerator, der dann A oder B. Ja, ich kann sagen, okay, das Auto macht eine Folgenabschätzung. Ja? Also ist es gefährlicher durch die Gruppe Kinder? Also wo richte ich mehr Schaden an, wenn ich durch die Gruppe Kinder rase oder wenn ich das Auto nebendran an Laternenmast setze? Da kommt dann aber wieder, das war auch ein schönes Beispiel, wenn das Auto eine Gefahrenabschätzung macht, ne, und das ist halt eine Situation mit drei Radfahrern, einer trägt einen Helm, wird das Auto den Radfahrer mit dem Helm überfahren. Das ist ein bisschen schwer bei der Helmdiskussion auf Fahrrädern, dass du bitte einen Helm anziehst, wenn du weißt, dass wenn ein autonomes Fahrzeug kommt oder noch automatisiertes Fahrzeug, wahrscheinlich ist dich als erstes über den Haufen fährt. Ja, das würde ja bedeuten, Helm tragen ist gefährlicher. Ne? Aber es ist ja, es gab jetzt schon eine Studie, dass Autofahrer sich gegenüber Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern mit Helm rücksichtsloser verhalten, als welche, die keinen Helm tragen. Ehrlich? Ja. Okay, interessant. Also der Mensch ist genauso ein rücksichtsloser Volltrottel teilweise wie diese Maschine dran. Und es ist halt eben ein extrem unwahrscheinliches Szenario. Die Juristen haben dann immer gesagt, nein, mit Wahrscheinlichkeit fangen wir das gar nicht an. Das wollen die nicht. Die wollen halt klare Regeln, klare Gesetze oder klare Urteile, wo man sowas einschätzen kann, aber es ist ein Riesenbatzen. Interessant war dann auch noch ein Teil bei der Haftungsfrage, ob das Auto als E-Person, haben die das genannt, eine E-Person, das Fahrzeug haften kann. Wobei die dann auch gesagt haben, dann ist aber dann natürlich über die Überlegung, wie kann ich ein Fahrzeug sanktionieren? Ich meine, dem Auto ist es ja egal, ob ich es einsperre. Ja? Es ist ja kein emotionales Wesen. Also Menschen kann ich ja irgendwie bestrafen, ich kann ein Unternehmen bestrafen. Gut, ein Unternehmen ist auch keine emotionale Person, aber es ist ja, das tut dem Unternehmen ja schon weh, wenn es eine Strafe zahlen muss. Ja. Ganz interessant, weil ich hatte jetzt eine Domführung, Kölner Dom, über die Dächer. Und übrigens eine sehr schöne Führung, die kann man gut mal machen, sie war sehr interessant, wenn auch mit Höhenangst so eine Sache. Aber da sagt dann die Domführerin, dass der Kölner Dom sich selbst gehört. Das ist ein ganz wildes, schwieriges Konstrukt, was da gebaut wurde, damit der Dom niemandem gehört. Ja. Also auch nicht der katholischen Kirche. Oh, okay. Der Dom gehört sich selbst. Und das klingt so ein bisschen nach so einem wilden Konstrukt, wir müssen jetzt das Auto bestrafen. Oder das Auto ist schuld. Du kannst ja nicht dann hingehen, ins Auto irgendwie zerkratzen, so, ha, Auto, hast jetzt davon.
Das weint dann. Genau. Neo weint dann. Ja, jetzt ist dann so irgendwie so Anthropomorphisierung von Autos. Ich meine, das machen wir Menschen ja auch. Ja. Dass wir Dinge anthropomorphisieren, vermenschlichen. Ja, ist mein lieber Zoe. Neo. Meine liebe Zoe. Aber wir werden auf jeden Fall auch mal im Podcast mit einem Juristen über das Thema reden. Ich habe ja gestern ganz viele kennengelernt. Wo wird das uns dann, also weil das war halt ein Vortrag von 90 Minuten und das da alles irgendwie aufzufassen als Nicht-Juristin, diese Begrifflichkeiten, die da umeinander geworfen werden, also das ist jetzt alles mal erstmal so angetippt und wir reden mal in einem Podcast jetzt mal mit einem Juristen darüber. Ich versuche, der den Vortrag gehalten hat, also das waren zwei Referentinnen, einer hat über das Zivilrecht, einer hat über das Strafrecht gesprochen, dass wir die einfach mal im Podcast einladen und mit denen quasi nochmal sagen, wo sind denn da die juristischen Hürden? Und dann ist das heißt, es ist echt weird, was da rauskommt. Ja, also ich finde es halt schwierig, wenn wir das Juristenthema zum Anlass nehmen, erstmal irgendwie zu Ende zu diskutieren und alles herauszuzögern und die Technik ist dann schon da. Und es sterben vielleicht dann ja auch Menschen. Also es gab ja einen Ethikrat von der Bundesregierung, die auch zum Schluss gekommen sind, nee, eigentlich so schnell wie möglich machen, weil einfach wir nach wie vor 3.000, 4.000 Verkehrstote pro Jahr, glaube ich, haben in Deutschland. Und man das halt drastisch reduzieren könnte mit autonomen Fahrzeugen. Und es bleibt natürlich ein Bodensatz sozusagen übrig, der dann in anderer Form vielleicht passieren wird, aber... eigentlich muss man es so schnell wie möglich machen, war so genau, das ist, Thema. Genau, es gibt eine juristische Theorie, die kommt wohl aus den 30ern, vom gesellschaftlichen Nutzen. Also wenn der gesellschaftliche Nutzen über dem zu erwartenden Schaden liegt, dass man dann auch Dinge tut, die eventuell Folgen haben könnte. Und dann und man muss, klar, irgendwann wird ein autonomes Fahrzeug ein Kind überfahren, ein autonomes Fahrzeug wird schwer verunfallen und Insassen werden ums Leben kommen. Ja. Aber es ist halt einfach... was du gesagt hast, die Anzahl. Also wir können die Verkehrstoten drastisch senken. Ich hatte das auch in dem Vortrag, das Beispiel mit den Videos, die immer wieder das Internet geistern mit schlafenden Tesla-Fahrerinnen und Fahrern. Das war jetzt gerade die Woche, Model X irgendwie, wo dann auch nett ist, ne, dass der Typ, der nebendran fährt, das Handy ausholt und die Leute filmt, anstatt irgendwie sich vors Fahrzeug zu setzen und versuchen, das Fahrzeug abzubremsen oder irgendwie mit der Schupen die Person zu wecken. Ja. Und dann denke ich mir auch, du bist der Arsch, nicht der da drüben pennt. Ja. Weil Leute, die viel Auto fahren, werden das sicher auch alle schon mal selbst erlebt haben, Sekundenschlaf. Und in einem Tesla, der halt auf Autopilot fährt oder in einem anderen System, was einen Spurhalt- und einen Abstandsassistenten hat, wenn ich da einen Sekundenschlaf habe, lande ich halt nicht in der Leitplanke, sondern wach wieder auf und weiß, okay, jetzt muss ich rausfahren und muss irgendwie die Füße vertreten, Kaffee trinken und oder mich einfach auf die Rückbank legen und schlafen. Ja. Aber das steht halt nicht in der Zeitung. In der Zeitung steht halt nicht, schwerer Verkehrsunfall, Massenkarambolage auf der A7 verhindert. Ja, das steht dann und wir sehen dann so Videos von Leuten, die in dem Fahrzeug schlafen. Ja. Normalerweise hören wir dann so Meldungen wie, aus ungeklärten Gründen gerade geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr, 4 Tote, 4 Schwerverletzte. Ja. Weil das sind dann nämlich genau solche Situationen, wo Fahrzeuge von der Straße abkommen, wo es schwere Unfälle gibt. Und ich auch echt mal, also alle, die einen Tesla fahren mit Autopilot, gerade das Model 3, sie sind schwer, es kann man schon seinen berechtigten Zweifel an solchen Videos haben, ob der Echtheit oder ob die gestellt sind. Ja. Weil gerade Model 3, das heult halt nach 10 Sekunden rum, wenn ich nicht wirklich Kraft ausübe. Das ist bei meinem Model S auch so. Ja, aber das Model 3 hat ein deutlich kleineres Lenkrad, aber den gleichen Drehmoment. Okay. Ja, das heißt, du musst da teilweise echt dran robben an dem Ding. Also die Hand am Lenkrad reicht nicht. Das reicht bei mir. Einfach die Hand reinlegen, Speiche. Und das reicht beim 3er nicht. Wenn du die Hand oben drauf legst, geht's, aber das ist halt auch sehr unbequem zu fahren. Und du hast ja nach 10 Sekunden fängt der an mit der optischen Warnung, dann irgendwie nach 30 oder 45 Sekunden kommt die akustische Warnung, die immer schneller, immer lauter wird. Und dann kann man eigentlich gar nicht mehr schlafen. Das eben, also da musst du schon ziemlich zu sein, um dann noch zu schlafen. Und dann fängt das Fahrzeug abzubremsen und die Warnblinkanlage anzumachen und bleibt stehen. Ich glaube, das sind dann 2 Minuten oder 3 Minuten. Tesla hat ja genau aus solchen Gründen und aus einigen schweren Unfällen genau diese Zeiten reduziert. Und es ist ja auch zum Beispiel im Schweizer Verkehrsgesetz steht, dass du zu keinem Zeitpunkt die Hände vom Lenkrad nehmen darfst. Das heißt, wenn du in der Schweiz verliest, musst du schön rumspucken.
musste irgendwie mit dem Fuß das Fenster aufmachen. Dann raus. Das steht da tatsächlich schon. Du hast zu keinem Zeitpunkt die Hände vom Lenkrad nehmen. Ich weiß nicht, wie die schalten in der Schweiz. Also das heißt, eigentlich sind solche Systeme, also das kenne ich ja auch bei anderen Autos, wo du eine Zeit lang die Hände vom Lenkrad nehmen kannst. Mhm. Das dürften dann in der Schweiz eigentlich gar nicht erlaubt sein. Also, haben mich dann auch ein bisschen gewundert. Also die Schweizer sind dann noch strikter wohl, in manchen Dingen, anderen Dingen wieder nicht. Also in der Schweiz gibt es zum Beispiel nicht dieses Gesetz, dass jedes Auto einen Führer haben muss. Mhm. Aber das ist dann, also nicht in den Paragraphen, aber in anderen Paragraphen ist das dann impliziert, dass das so sein muss. Also das Schweizer Recht ist schon besonders. Das kenne ich bei mir im Büro. Hatte ich jetzt wieder Termine mit einem Anwalt, der bei uns, wie nennt man das so schön, Syndikus bei uns ist, ja. Und das Schweizer Recht ist schon nochmal besonders. Das hat er auch schon erwähnt, in anderem Kontext, aber gut. Wie war denn dein Eindruck bei den Juristen da? Wie gut kannten die sich denn überhaupt mit Tesla, mit autonomem Fahren? War das wirklich noch ganz am Anfang? Waren da keine Tesla-Fahrer dabei? Doch, es war ein Tesla-Fahrer dabei, schwer begeisterter Tesla-Fahrer. Okay, weil die haben ja das Geld dafür, typischerweise. Ja, in den Gesprächen da haben sie mal alle gesagt, oh, ist so teuer und so. Und ja, halt, ne? Anwälte, Zahnärzte, Apotheker, Landwirte, kennt man ja vor jeder Wahl, das sind die schlimmsten Berufsgruppen dieses Planeten. Ja, okay. Ja, vielleicht konntest du ja welche begeistern. Ja, ich glaube, es gab danach viele auch bilaterale Gespräche nach dem Vortrag. Mhm. Da gab natürlich, war alles dabei. Also die Grundskeptiker, die gesagt haben, ich muss 800 Kilometer am Stück fahren. Mhm. Okay. Also es gab die gesagt haben, ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich kaufe mir halt immer nur Autos für 15.000 Euro aus Prinzip oder was auch immer. Mhm. Ja, das heißt ja nicht nur, dass du, weil du viel Geld verdienst, ein Anwalt bist, dir die dicken Karren rauslässt. Ja. Der andere hat gesagt, na, ich kann meinem Klienten nicht mit dem Prius vorfahren. Er hat gesagt, nein, Tesla ist halt auch kein Prius. Mhm. Also bei dem Thema autonomen Fahren waren, glaube ich, alle ein bisschen unbedarft. Deswegen wurde ich ja dann auch eingeladen, ein bisschen was zu erzählen. Außer halt der eine Tesla-Fahrer aus der Schweiz, der dann auch irgendwie in dem Tesla-Helvetia-Club drin ist, in den WhatsApp-Gruppen und da informiert war, für den war es vielleicht ein bisschen langweilig, aber für die anderen war es, glaube ich, schon interessant. Vielleicht hast du ja ein paar Kunden für die E-Mobilität gewonnen. Genau, es geht ja nicht nur um Tesla. Also ich habe auch gesagt, also Smart, ich meine, es macht ja in allen Autos Spaß. Du fährst ja selbst, ihr habt ja noch den Smart, oder? Ja, den haben wir noch. Ja. Genau. In der Stadt macht es ja super Spaß mit dem Smart. Zoe, Bruna, was es alles gibt, was jetzt alles Neues gibt. Es gibt ja genug Alternativen, ja. Okay, sehr spannendes Thema, finde ich. Was ist denn jetzt so abschließend dein Best Guess sozusagen? Was denkst du, wann werden wir ein echtes Level 3 oder meinetwegen 4 autonomes Auto auf dem Markt sehen, offiziell? Also technisch ist ja Level 3 heute schon zumindest Highway Assist-Systeme möglich, kann der Tesla ja. Mhm. Die Frage ist halt, wie gut das kann. Das ist dann auch nochmal die Frage, wie ist nochmal der Sprung, wenn der Tesla-Chip dann tatsächlich aktiv ist und auch das machen kann, was er machen darf. Also in Europa ist es ja so, das Auto darf gar nicht das, was es alles kann. Wir haben ja dann diese Lenkwinkel-Einschränkungen, wir haben diese 5 Sekunden für den Spurwechsel. Muss man mal googeln, gibt es ein sehr schönes Video von einem Schweizer Tesla-Fahrer, der sich mit dieser UNECE mal auseinandergesetzt hat und die Punkt für Punkt durchgegangen ist. Ich verlinke das mal unten. Da wird, ich glaube, ich kenne das. Oder ich kenne zumindest so ein ähnliches Video. Ja. Ich kenne das, glaube ich, englischsprachig. Ja, genau, ist auch englischsprachig. Hast du es englischsprachig? Okay, dann ist das wahrscheinlich. Ja. Weil da versteht man dann, warum im Moment ein Tesla wie besoffen fährt. Ja, und das ist wirklich teilweise nicht benutzbar. Ja. Ne? Also das Autobahnabfahren, das will man eigentlich nicht. Ne? Das macht keinen Spaß. Und das hat seinen Grund. Nicht, weil Tesla blöd ist, sondern weil Oder Italien, kurvige Autobahn, steigt das halt das System aus, weil der Lenkwinkel eingeschränkt ist, den das Fahrzeug selbstständig durchführen darf. Und also ich finde es super schwer abzuschätzen, wann quasi dieser Breakthrough kommt, wo die sagen, okay, jetzt funktioniert das, weil das durch die künstliche Intelligenz, durch das Deep Learning, durch das Data Mining, gibt es da einen Konzern, der 500.000 Autos hat, die fleißig Daten sammeln und jede Woche irgendwie 5.000, 6.000 dazukommen. Ja. Die dürften da einen kleinen Vorsprung haben gegenüber anderen. Und ich finde das super schwer abzuschätzen. Und es ist ja auch immer noch nicht entschieden, ob leider Radar, Vehicle to X oder eine Kombination aus beiden. Tesla sagt, ihre Suite reicht. Ich sag,
kann nicht reichen, weil das Fahrzeug nur 10 Meter nach hinten gucken kann oder 50 Meter nach hinten gucken kann, wenn klare Sicht ist, weil er hat kein Radar hinten. Ja, das heißt, wenn ich mit 120 auf der rechten Spur fahre und das Fahrzeug will links ausscheren und kommt einer von mit 300 angeblasen, das Fahrzeug hat keine Chance zu reagieren. Ja, für deutsche Straßen, aber das ganz ehrlich, es ist ja in Deutschland so geregelt, dass der von hinten mit deutlich über Richtgeschwindigkeit kommt, automatisch immer auch mit in einer Haftung ist. Ne? Das bringt passiert. Aber nichts, wenn ein Auto sich um die Schilderbrücke gewickelt hat, weil sich einer von der Autobahn geschoben hat. Nee, ist richtig, aber also ich bin ja früher auch gaskrank gewesen und mit 260 über die Autobahn geknallt. Und ich habe so manches Mal meine Bremsen verglühen lassen müssen, weil irgendwer das nicht wahrgenommen hat, dass ich so schnell war. Ja. Und das wird dem Autopiloten dann sozusagen auch so gehen. Und dann bist du darauf angewiesen, in der Situation, früher wie auch dann in der Zukunft, dass das Auto, was von hinten kommt so schnell, einfach dann das noch schafft. Ne? Und ich meine, wir werden ein Tempolimit in Deutschland bekommen, weil mit dem autonomen Fahren kommt das Tempolimit durch die Hintertür. Weil es einfach nicht geht, du kannst nicht autonome Fahrzeuge, du kannst keinen Mischverkehr auf Autobahn machen mit autonomen Fahrzeugen und sagen, du kannst so schnell brettern, wie dein Auto fahren kann. Ja, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die 130 werden auch in Deutschland kommen und das wird halt irgendwann eingeführt und dann gibt es CETA und Mordor irgendwie ein bisschen und dann werkt die Mehrheit eigentlich auch total entspannt auf der Autobahn. Ich fahre meistens nicht schneller als 130, ja, und Deutschland wird ja auch das Tempolimit nicht wirklich verfolgt. Ja, also wenn alle Gesetze so verfolgt werden wie die Straßenverkehrsordnung, dann wäre hier, glaube ich, so eine Mora in diesem Land. Wir wünschen sich manchmal, sie würden die Steuergesetze so lasch durchsetzen wie die Straßenverkehrsordnung. Ja, also da ist ja dann auch irgendwie Spielraum. Ja, also das Tempolimit wird auf jeden Fall kommen. Okay, du siehst also als Voraussetzung, na, warte mal ab, wie es so sich entwickeln wird. Ich würde mal so ganz grob sagen, jetzt ist natürlich unklar, was diese UN-Gesetzesgeschichte da noch für Zeiten bedarf, aber rein technologisch so echtes Level 3 und nicht nur irgendwie auf der Autobahn bei unter 80, wie Audi das ja zumindest als erstes im Audi 8 geplant hatte. Ich würde mal sagen, so 2021 halte ich für realistisch, dass wir da vielleicht was sehen. Ich auch. Aber müssen wir mal gucken. Ne? Aber es läuft ist Glaskugel. Es läuft weit auseinander. Die hatten dann auch gefragt, ne, so ein paar Fragen an das Plenum. Also es waren so 30 Leute im Plenum. Würden Sie denn in ein autonomes Fahrzeug einsteigen? Da hat nur einer gesagt, nein, wird er nicht machen. Okay. Die Frage, würden Sie Ihr Kind einem autonomen Fahrzeug, also einem vollautonomen Fahrzeug, anvertrauen? Da waren dann schon, wieder ein paar mehr dabei, spannend. Die gesagt haben, nee, lieber nicht und so. Da habe ich nicht das Vertrauen zu. Und dann war auch die Frage, wann erwarten Sie denn, dass das funktioniert? Ne? In den nächsten 5 Jahren, nächsten 10 Jahren, nächsten 15 Jahren. Und da war ziemlich einhellig die Meinung, also mindestens nur noch 10 Jahre weiter. 10 Jahre? Und dann denkt man sich so, na, das 10 Jahre ist echt eine lange, lange Zeit. Also das iPhone ist jetzt 12 Jahre alt geworden dieses Jahr. Ja. Und das muss man, also das erste, weißt du, du warst ja einer der ersten Stunden mit dem iPhone. Du weißt ja, das Ding, das konnte ja nichts. Ja, richtig. Ja. Richtig, und das konnte heute nicht. Heute schaust du auf die Dinger, was die alles können, auch in anderen Technologiebereichen, was Bilderkennung angeht, ja, wie schnell sich das entwickelt. Und du weißt ja, das ist ja, durch die künstliche Intelligenz beschleunigt sich das ja alles gegenseitig und wird immer schneller, diese Entwicklung. Ja. Und deswegen ist es halt, finde ich, so schwer abzuschätzen und man weiß nicht, was Tesla tatsächlich, also wer das Autonomy Day Video noch nicht gesehen hat von Tesla, was die da noch im Ärmel haben. Ja, das war bemerkenswert. Ja. Und ich meine, das sind ja Experten, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und die werden da ja schon Hintergrund haben. Ob das jetzt in dem Zeitrahmen, also die Two Tesla Weeks, ne, oder Standard Elon Time passiert, klar, der wollte vor 2 Jahren schon mit dem Autopilot von der Westküste an die Ostküste fahren, das hat er bis heute nicht gemacht. Irgendwann wird das machen. Also irgendwann, es dauert halt, er ist, glaube ich, da einfach ein bisschen nass vor seinen. Die zuckt dann wahrscheinlich immer so zusammen. Oder sowas, gesagt, oh. Er hat schon wieder eine Zeitangabe gemacht. Ja, genau. Okay, eine letzte ganz schnelle Frage. Würdest du in ein vollautonomes Auto Level 5 einsteigen und hinten im Rückbank schlafen? Kannst du dir das vorstellen? Wenn ich dir das jetzt hier hinstelle
und sagt, das fährt dich jetzt nach Hamburg? Wenn es Erfahrungswerte gäbe, also wenn du jetzt das Fahrzeug sagst, da ist dieses Fahrzeug, steht das zum ersten Mal, hab nie was davon gehört, würde ich sagen, ach nee. Aber wenn das jetzt quasi, das ist ein erprobtes Fahrzeug, ja, und man hat irgendwie die Entwicklung mitbekommen, ja, warum nicht? Ja, ich meine, du steigst ja auch mit Menschen ins Auto, die vielleicht emotional gerade nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Ja. Also du musst ja mal überlegen, in was für Situationen man auch persönlich Fahrzeuge führt. Du bist aufgeregt, du hast nicht gerade mit jemandem gestritten, du bist entlassen worden, du hast Liebeskummer. Ja, eben. Also du bist emotional aufgewühlt und zu allem in der Lage, aber nicht um ein Fahrzeug zu führen. Und wir fahren trotzdem, meistens geht es ja gut. Ja. Wenn du ein modernes Fahrzeug hast, dann hast du ja auch immer noch irgendwie einen unsichtbaren Beifahrer, der auf dich aufpasst, der halt zur Not auf die Bremse latscht oder anfängt zu piepsen, wenn du halt nicht aufpasst. Und das rettet, glaube ich, auch schon viele Leben. Und ja, also ich würde auch einsteigen, aber natürlich, du hast natürlich vollkommen recht, das muss irgendwie vertrauenswürdig sein, man muss das Unternehmen kennen und muss wissen, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Ich würde das auch tun. Also es sind viele, viele Millionen Testkilometer, das Fahrzeug schon gemacht. Es ist jetzt nicht so, wir probieren das jetzt mal aus mit dir. Genau, du bist ja unser Prototyp hier. Ja, cool. Schlaf gut. Okay, ja, das soll es gewesen sein. Also lasst uns zusammen die Welt retten, in Zukunft auch mit autonomen Fahrzeugen. Und ja, wir haben auf dem Gesetzesebenen, da ist noch viel zu regeln. Schreibt da mal in den Kommentaren, ob ihr in ein erprobtes Level 5 autonome Auto einsteigen würdet, hinten auf die Rückbank und schön schlafen und warten, bis man da ist. Also eben nicht warten, bis man da ist. Schreibt da mal in den Kommentaren. Danke, ich fand, das war ein sehr spannendes Thema. Und was ich schon immer mal sagen wollte, nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke drücken. Richtig, boah, perfekt. Brauche ich das nicht mal? Like, subscribe und irgendwas. Share, like und subscribe. Und unterstützt mich auf Patreon und folgt auf Instagram und so. Das hast du jetzt vergessen, aber das kriegen wir noch hin, da übst du noch ein bisschen. Und nochmal, electrify.ww-podcast findet ihr unten. Sehr zu empfehlen, sich anzuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Nino vom Danzer-Blog. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Dankeschön. Gerne. Ja, dann könnte ich. Elektrifrei BW, was ist denn? Ey? Das ist noch Verein aus Baden-Württemberg. BW, Besserwisser. Tesla-Fahrerverein. Ah, ja, das noch. Ja. Das noch. Die Kamera läuft, ne? Oh, hallo! Genau so. Ihr könnt doch gar nichts. Na wohl, können wir warten. Also, ihr könnt ihr gar nichts. Nur hier die Solinger Klingenstromer, die haben es drauf. Wer war zuerst da? Ein Podcast kann ja jeder. Bisschen ins Internet voll labern.